Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass man sich sozial mit seinen Nachbarn darüber verständigt. Das andere wichtige Kriterium ist, dass man vorher eine gute Ausbildung gemacht hat in einem Imkerverein. Dann kann das auch in der Stadt funktionieren. Ich nenne da immer den Begriff soziales Imkern. Mein Name ist Olaf Schwertweg, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin zur Imkerei gekommen, weil ich eine Ausbildung als Lebensmittelingenieur habe und Fachkraft für Süßwarentechnik bin. Da war das naheliegend, die Imkerei als zusätzliche Idee. Also Bienenstöcke habe ich jetzt in diesem Winter 18 gehabt. Es sind leider zwei Völker verstorben, sodass ich jetzt zurzeit mit 16 Völkern arbeite. Die Varroa-Milbe ist der Schadfeind Nummer 1, was Bienenvölker betrifft. Also sterben jedes Jahr sehr, sehr viele Völker durch die Varroa-Milbe. Auf der anderen Seite würde ich jetzt in Bezug auf Deutschland nicht unbedingt sagen, dass wir in den nächsten 5 Jahren keine Bienen mehr haben. Wir haben zurzeit ganz grob gesprochen um die 600.000 Bienenvölker. Wenn Sie das mal gegenüberhalten mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, da waren wir bei über 2 Millionen Bienenvölker. Jetzt ist aber der Rückgang der Bienenvölker nicht ausschließlich auf die Varroa-Milbe und Pestizide und Monokulturen zurückzuführen. Es ist auch einfach darauf zurückzuführen, dass es weniger Imker gibt. Imkern war jahrzehntelang kein Beruf mit Sex-Appeal. Und viele Leute haben das jetzt vor allen Dingen in den Städten für sich adaptiert und haben gesagt, wir müssen etwas tun, wir müssen der Biene helfen. Der Punkt ist aber, sie haben hier in der Großstadt häufig nicht die Möglichkeit, auf dem Balkon wirklich eine ausreichende Zahl an Völkern zu halten. Sie halten 1 oder 2 Völker, das ist schön und sinnvoll und gut, aber in der Masse ist das faktisch nichts. Also es gibt sehr, sehr viele Standorte in der Stadt. Es gibt zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld Leute, die genauso arbeiten wie ich, nämlich auf dem Boden und nicht irgendwo auf dem Balkon oder auf dem Dach. Auch auf dem Dach kann man arbeiten. Wir stehen jetzt hier an einem Bienenstock. Das ist eine sogenannte Magazinbeute. Das ist das, was heute so gängig ist in der Imkerei. Darin befindet sich also sozusagen das Brutnest. Da wird Pollen eingelagert und da wird auch Honig eingelagert. Und was wir jetzt tun ist, wir öffnen jetzt dieses Magazin mit einem sogenannten Stockmeißel. Man geht davon aus, dass für so ein 500 Gramm Glas Honig die Bienen grob gesprochen 3-mal um die Erde fliegen müssen. Also die Produktion findet auch hier statt. Wir haben unten im Keller einen eigenen Raum eingerichtet, wo also der Honig geschleudert werden kann. Also wird entdeckelt, geschleudert, dann einmal durch ein Grob- und ein Feinsieb gegeben und dann anschließend wird der Honig so wie er ist, wenn denn die Feuchte stimmt, was man vorher testen sollte, ins Glas gefüllt und dann ist er fertig.